Ja, da sind mir ja vorhin die Kameras ausgegangen. Akkus leer. Gar nicht gemerkt. So, weiter geht's. Und ich wollte quatschen, kontrollieren, ob die Kameras an sind. Kameras aus. Ist alles umsonst gequatscht, ey. Ja, und man kann schon sehen, ich nähere mich dem Braunkohlerevier. Die ganzen Säulen, die da sind, das sind die Rauchsäulen von den Kraftwerken, von den Braunkohlekraftwerken hier stehen. Ich sehe hier ein, zwei, drei Stück. Ja, das sieht hier ziemlich interessant aus schon. Träger, ja. Naja, ich habe kein Problem, wenn hier ein Auto kommt. Ich kann mich hier durchquetschen, aber er mit seinem Treckerchen, er hat da schon Problemchen. So, da sieht man das nochmal. Jetzt bin ich auch aus dem Ort raus. Die Kraftwerke hier, ey. Die ganzen Kühltürme. Ja, wir sind jetzt hier mitten im Braunkohlerevier. Ja, und was man auch noch so wissen muss, ist, dass diese Tagebauten, dass so ein Tagebau wandert. Ui, was ist denn hier schön? Ah. Sieht ja hier schon ein bisschen hügelig. Alter Falter. Alter Schlappe, ey. Und eine richtig schöne Strecke hier. Solche Straßen mag ich wirklich, ey. Man auch noch mal wissen muss, mit der Schule war ich mal beim Braunkohlekraftwerk. Das war das Braunkohlekraftwerk Niederaußern. Also das habe ich mir mal mit der Schule angesehen. Also ich fand es wirklich interessant. Arbeitsplatz, Dunkelstadt Braun. So ein Kraftwerk, schon ein monströses Bauwerk. Hier muss ich rein. Was habe ich auch noch nicht gesehen? Ach, guck mal hier, wo ich gerade von geredet habe. Niederaußern. Hätte ich links abgemusst. Also ich bin nicht weit davon entfernt. Wo ich mal mit der Schule war.
so. Also dieses Braunkohlekraftwerk war schon ziemlich interessant, wie wir da durchgegangen sind. Und wir hatten auch Glück, dass wir uns so eine Kohlemühle von innen ansehen konnten. Da war gerade eine in Wartung. Und da konnten wir dann mal reinsehen, weil hier diese Braunkohle wird ja... Die wird ja gemahlen und als Staub da reingepustet. In diesem Ofen da, da ist ja ziemlich heiß, damit das Wasser sehr heiß ist, wird schnell verdampft und dann der Druck davon die Turbine antreibt. Und diese Turbine treibt dann den Generator an. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war dieser Block, wo wir waren, nannte es mal die Goa-Block, weiß ich nicht mehr genau. Ich meine, hieß so Goa-Block, das war der modernste Block deutschlandweit. Leute, so, Preisfrage, was ist der Unterschied zwischen einer Schlange und einer Autoschlange? So, ihr habt noch ein bisschen Zeit zum Denken. Bim, 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 bim. Natürlich, bei einer Autoschlange ist das Arschloch vorne. Das Arschloch ist weg. So, jetzt sind wir in Pfaffendorf. Ich habe jetzt noch 8 Kilometer. Also, es ist Endspurt angesagt. Ich muss sagen, wirklich eine schöne Gegend hier. Und ich bin 27 Kilometer von Düren weg jetzt gerade. Wo die Saniva herkommt, aus Düren. Auch eine Motorvloggerin, Link in der Infocard, wenn ich noch genug Infokarten setzen kann. Aber was sie hier viele Kreisverkehre hingebastelt haben, das finde ich sowas von angenehm. Keine Ampeln, sondern Kreisverkehr. Zack, bist weg. Was ist hier los? Eine schöne Feier. Bierchen mit dem Rasenmäher. Bierchen dabei. So muss das. Ja, Stefan. Wenn du doch noch Zeit gefunden hast, werde ich dich jetzt gleich sehen oder wirst du dich gleich sehen. Wenn ich Glück habe. Bin wirklich gespannt, wie es da aussieht an der Stelle. Das da hinten Abraum von den Tagebauten, von dem Tagebau. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, hier ist das Land auch ziemlich flach. Man sieht nur hier so ein bisschen die Hügel, so Hügel im Hintergrund.
2 Kilometer. Jetzt ist wirklich kurz vor Ende. Ich bin gerade noch am Überlegen, nach Heimbach zu fahren. Einfach nur, weil ich das von dem Fernsehen gesehen habe. Das soll sehr schön da sein. Motorradfahrerparadies, sprich in der Eifel. Eigentlich ist auch 30. Nicht so viel Gas geben. So ein kleines Dörfchen hier, ey. Hier ist echt der Hund begraben. So, noch 500, 400 Meter. Und wir sind da. Mal sehen. Komme ich bis dahin? Bis zum Aussichtspunkt. Auf legale Art und Weise? Nein. Aber wir sind hier am Tagebau. Parken? Nein. Na gut, dann müssen wir die 750 halt erstmal abstellen. Also wurden doch die Regeln verletzt. Legal komme ich da mit dem Motorrad nicht hin. Und ich verletze jetzt auch die Regeln, also, aber das ist mir jetzt gerade so hart egal. Ich möchte parken. Und eine MT-01 und eine H2 sehe ich hier nicht, also hat der Stefan doch keine Zeit. So, und jetzt laufen wir erstmal zur Aussichtsplattform. Und hier sind wir am Aussichtspunkt. Alter Falter. Hui. Da geht's echt gut tief runter. Man sieht hier die verschiedenen Sandschichten. Da wird gebaggert. Da wird gebaggert. Und ich glaube, da ganz unten, da ist die Kohle. Das Schwarze da. Wow. So ein Tagebau ist schon echt riesig. Ja, und dann geht's direkt mit Förderbändern zum nächstgelegenen Kraftwerk.
So, Stefan, du hast gesehen, ich war hier. Teil 3 meiner Videoreihe schickt mich auf die Reise. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich. Fragen, Anregungen, Kritik unten rein in die Kommentare. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Wenn das wieder heißt, schickt mich auf die Reise. Auch weitere Vorschläge immer unten rein. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, jetzt noch einen kleinen Nachtrag zum Video. Das ist der Tagebau Hambach gewesen. Ja, ihr kennt den bestimmt jetzt momentan aus den Nachrichten, wegen dem Hambacher Forst, der vor der Abholzung bedroht ist. Ich finde gut, was sie da machen, wirklich. Das werde ich hier politisch, keine Frage. Normalerweise wollte ich Politik hier komplett weglassen. Die haben meine vollste Unterstützung, was die da machen, den Wald da vor der Abholzung bewahren. Auch viele Dörfer, wie gesagt, wurden von diesem Tagebau schon verschlungen, was ich absolut nicht gut finde. In dem Sinne noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis bald.